ich will heute an der Steinsäge arbeiten. Da habe ich 5 Malawi-Agates, die ich noch nicht aufgeschnitten habe, und 5 Bahia-Achate. Und da gucken wir natürlich gemeinsam rein. Wer das nicht verpassen will, sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen bei German Rock Tumblr. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Heute möchte ich 5 Malawi Agates und 5 Bahia Achate aufsägen. Die 5 Malawis, die habe ich noch über, die hatte ich noch nicht aufgeschnitten, die habe ich mir aufgehoben und da dachte ich mir, da gucken wir gemeinsam rein. Außerdem habe ich da noch 5 Bahia Achate ganz frisch reingekriegt und da schauen wir natürlich auch rein. Wie wir das genau machen, das erkläre ich euch natürlich wie immer ganz genau in diesem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir jetzt gerne ein Däumchen und ein Abo da. Das wäre wirklich ein Traum. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn sonst verpasst ihr meine Videos. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Let's go! Ich habe hier jetzt einmal die Steine schon mal vorbereitet und ein bisschen nass gemacht. Ja, nass machen tut man die, damit man die Farben besser erkennt und damit man auch die Fenster ein bisschen besser deuten kann. Hier unten, das sind die Bahia Achate aus Brasilien und das hier oben, das sind die Malawis aus Malawi. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal kurz an. Ja, man kann sich den hier zum Beispiel sehr schön angucken. Der wird schwer zu deuten, wie man den sägen soll, weil man hier wirklich überhaupt keine Bänderung erkennt. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir den auf jeden Fall. Das wird dann nämlich eine Überraschung. Dann haben wir den hier. Der hat schon hier ein richtig, richtig cooles Fenster. Das könnt ihr hier ringsrum erkennen. Ja, ich zeige das nochmal hier ringsrum. Kann man das gut sehen. Und da sägt man dann natürlich so zu dem Fenster, damit das in der Hoffnung durch den ganzen Stein geht, dann auch durchgeht. Und dann hat man wirklich ein cooles Muster am Ende. Dann haben wir den hier. Da sieht man hier auch schon ganz eindeutig ein Fenster. Der wird auch cool. Der hier ist gebrochen, aber das ist nicht schlimm. Dadurch sehe ich das coole Fenster und dadurch kann ich auch ungefähr sagen, wie wir den sägen. Da bin ich schon gespannt. Man sieht hier so ein leichtes Rot. Da bin ich echt gespannt, ob der durch den Stein durchgeht oder ob das nur oberflächlich ist. Dann haben wir hier die Malawis. Ja, hier hat man ein großes Fenster, da sieht man eindeutig, wie man sägen muss. Der hier ist sehr klein, da muss ich mal gucken, ob ich den gesägt bekomme oder ob der durchbricht. Ja, bei so ganz, ganz kleinen, dünnen Stücken kann man das nie so vorher genau sagen. Hier haben wir auch ein schönes Fenster. Da weiß ich auch nicht genau, was drin stecken wird, aber das wird dann eine Überraschung. Das sehen wir dann ja. Und der hier, ja, der hat auch so ein kleines Fenster. Ist jetzt nicht sehr vielversprechend, weil der ein bisschen verwittert ist, kann man das nicht genau deuten. Aber den machen wir natürlich auf und da gucken wir rein. Dann haben wir den hier noch. Da sieht man von außen schon, das ist ziemlich durchsichtig. Das ist vielleicht eher Chalcedon als Achat. Aber das sehen wir auch dann erst, wenn wir den aufgeschnitten haben. Denn anhand der Kruste, die er ringsrum hat, kann man jetzt nicht das genau sagen, wie schön der von innen sein wird oder nicht. Das sind jetzt einmal die 10 Steine, um die es heute geht. Ich würde sagen, wir sägen direkt mal los und zwischendurch erkläre ich euch dann immer mal was. Also solltet ihr euch auf jeden Fall das Video einmal komplett angucken, denn die wichtigen Tipps, die ich zwischendurch gebe, die werden euch von YouTube nicht angezeigt. Ich habe die Malawis hier schon mal bereitgelegt. Ja? Ich werde jetzt gleich mit diesem hier anfangen. Dann gucken wir uns den einmal an, wie der geworden ist. Dann schneide ich die anderen 4 einmal durch. Und am Ende, wenn ich die 4 geschnitten habe, gucken wir uns die dann einmal komplett an. Wenn wir die fertig haben, dann machen wir dasselbe mit den Bahia-Achaten. Ich würde sagen, ich starte jetzt mal die Säge und wir legen direkt mal los. Ich habe hier jetzt den ersten Achat, den wir jetzt gerade aufgesägt haben und den zeige ich euch jetzt mal. So sieht er von innen aus, ist schon richtig cool. Den können wir auf jeden Fall dann in Zukunft am Flatlab bearbeiten. Dann sieht er bestimmt richtig, richtig toll aus. Ich würde sagen, ich mache jetzt weiter mit den anderen Steinen, damit wir uns die gleich auch alle einmal in Ruhe angucken können. Hier habe ich jetzt einmal die 5 Malawi Agates. Ja, den hier, den haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Das war der coole, der so ein bisschen wie eine Kerzenflamme aussieht. Den ganz, ganz kleinen hier, den habe ich tatsächlich auch gesägt bekommen. Der sieht von innen jetzt so aus. Ich versuche den mal ein Stückchen näher ranzukriegen für euch. Ja,
Ist ein bisschen weiß vom Innen, hat aber coole Bänder und durchsichtige Farben. Den können wir auch am Flatlap bearbeiten. Der hier ist mir leider durchgebrochen. Manchmal passiert das, ja, manche Steine haben ja auch Frakturen oder so. Das kommt dann schon mal vor, dass sie brechen. Das Problem ist nur, den kann ich so nicht weitersägen, weil ich den nämlich schon hier bis in die Mitte reingesägt habe. Das heißt, da können wir leider nichts mehr mit anfangen. Der hier ist auch nicht so ganz besonders, aber ich denke, den werde ich trotzdem am Flatlap schleifen, weil der eigentlich so an und für sich auch eine richtig coole Form hat. So, dann haben wir den. Das war der, der diese große Druse hier vorne hatte. Den habe ich jetzt auch aufgeschnitten und der sieht wirklich cool aus. So, wir lassen die Kamera mal eben ranzoomen, da haben wir sie auch schon. Also der hier ist richtig cool. Den am Flatlap zu bearbeiten, das wird richtig cool. Das könnt ihr natürlich dann in Zukunft auf dem Kanal sehen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einmal die 5 Bahia Achate und wenn ich die durchgesägt habe mit euch, dann gucken wir uns die gemeinsam an. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Überraschung für euch. Eine Abonnentin von mir, die Manu, die hat mir Lavrakit zukommen lassen. Das ist ein ganz tolles Material für Schmucksteine oder auch Anhänger. Und da möchte ich jetzt mal ein, zwei Scheibchen von abschneiden, dass wir uns das Material einmal von innen angucken können. Denn wenn wir das geschnitten haben, dann wissen wir ungefähr, wie das im polierten Zustand mal aussehen wird. Ich würde sagen, ich gehe direkt mal an die Säge und dann schauen wir uns gleich einmal alle Steine an, die wir heute bearbeitet haben. Und hier haben wir jetzt einmal die Steine, die wir heute alle an der Säge bearbeitet haben. Da wir uns die Malawis schon einmal angeguckt haben, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt als erstes einmal die Bahia Achate. Und da kann ich euch sagen, die sind richtig nice. Als erstes holen wir den mal ein bisschen ran und dann klappe ich den mal auf. Jetzt könnt ihr euch den mal genau angucken. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Stück geworden. Ich hoffe, man kann die Bänder und das Quarz erkennen. Richtig cool. Erinnert mich so ein kleines bisschen an eine Auster, ja, wer schon mal eine Auster gegessen hat. So ähnlich können die aussehen. So, dann schauen wir uns einmal den an. Der ist auch richtig cool geworden. Da hatte ich hier ja schon am Rand dieses Fenster gezeigt, als ich den an die Säge angehalten habe. Daran habe ich mich orientiert und so habe ich den aufgeschnitten. Und so sieht er jetzt aus. Also da haben wir wieder rot, ja, blau, weiß, da ist so ein bisschen was von allem drin. Das hier vorne, die Druse, das ist übrigens kein Loch, ja, das ist tatsächlich einfach Achat. Richtig cooles Teil. Ja. Dann zeige ich euch einmal den hier. Da hatten wir hier auch schon dieses Fenster, deswegen habe ich mich da auch so an die Schnittrichtung gehalten. Da fehlt jetzt natürlich die Spitze vom Stein und das ist natürlich schade. Ja, aber trotzdem ist das natürlich ein cooles Stück. Ne? Man kann das hier sehen, der wird wohl im Fluss mal gebrochen sein. Aber das ist nach wie vor, finde ich, ein sehr schöner Stein. So, dann haben wir einmal hier die Niete. Hoppala, ja, das ist schon aufgegangen, aber ist ja auch nicht schlimm. Also hier haben wir wirklich eine Niete gehabt. Ja, da war so gar nichts drin. Also das ist schon Achat, ja. Das merkt man schon beim Sägen, weil das Knüppel hart ist und lange gedauert hat, den durchzuschneiden. Aber da ist nichts drin, brauchen wir uns also nicht weiter angucken. Ich weiß gar nicht, habe ich euch den schon gezeigt? Ich glaube nicht. Der ist nämlich auch so richtig cool. Der hat kein so richtiges Fenster gehabt, außer das bisschen, was man hier vorne gesehen hat. Also wusste ich auch nicht, ob das durchgeht oder nicht. Ich habe ihn dann aufgeschnitten und so sieht er von innen aus. Oh, ist gar nicht so schlecht. Ja, leider auch wieder viel Quarz drin. Und man sieht hier, dass der Quarz auch schon so ein bisschen abgebaut hat. Ja, das muss man dann einmal richtig durchspülen und reinigen, um zu gucken, ob der Quarz dahinter noch heil ist oder ob das kaputt ist, bevor man das dann in den Rocktumbler gibt. Den tun wir jetzt mal an die Seite. Dann zeige ich euch einmal das Lavrakit. Ja, das habe ich von einer meiner Abonnenten bekommen, die viel auf Instagram unterwegs ist. Die hat für mich Steine an der Ostsee gesammelt, ja. Und da muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Zeug, ja. Da werden wir auf jeden Fall, ja gut, die Kamera hat jetzt gerade ein bisschen Probleme, das ranzukriegen, weil das alles so spiegelt.
Aber wie gesagt, das ist wirklich ein schönes Material, da werden wir jetzt noch ein bisschen mit arbeiten. Ist auch nicht so hart wie Achat, ja, das bedeutet, lässt sich ein bisschen einfacher verarbeiten. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, irgendwie Anhänger und Trommelsteine von zu machen. Die werden bestimmt richtig nice. Dann zeige ich euch einmal noch ganz schnell die Malawis. Ja, da hatten wir einmal den. Den hatte ich ja schon gezeigt mit dem Fenster. Ja, der ist auch richtig cool. Den werden wir natürlich auch im Flatlab weiter bearbeiten. Den hier, ups, ja, kleinen Moment, da ist das. Da ist er abgehauen. Der hier ist auch wirklich schön. Ja, ich probiere den jetzt mal ranzukriegen. So, da kann man mal sehen, das war der. Der hatte hier vorne diese Drusenöffnung und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich den schneide. Ich habe ihn jetzt so geschnitten, wie die Druse gekommen ist und war auch genau richtig. Man erkennt jetzt die Bänderung, das schöne Orange, ein bisschen Blau und ein bisschen Quarz. Dann haben wir hier den ganz kleinen. Oh, super, die Kamera hat ihn sofort rangeholt. Glückwunsch. Den klappen wir jetzt mal einmal auf. Der sieht auch richtig cool aus. Ist ziemlich weiß und bläulich von innen. Gefällt mir aber tatsächlich sehr. Da freue ich mich auch schon, wenn wir den am Flatlab dann demnächst bearbeiten können. Dann haben wir hier leider wieder einen, der wäre bestimmt ganz schön gewesen. Der ist aber leider durchgebrochen beim Sägen. Das passiert manchmal, wenn die frakturiert sind. Ja, dann brechen die auch gerne mal beim Sägen. Können wir uns also, leider können wir da nichts mehr mit anfangen. Dann haben wir den hier, auch ein etwas kleineres Modell. Von außen auch eher unscheinbar. Ja, jetzt braucht die Kamera erstmal wieder einen kleinen Moment. So, da haben wir sie. Also vom ersten Blick erstmal so ein bisschen unscheinbar und von innen leider auch. Also ein bisschen blaue Farbe, so ein bisschen wie Moosachat, würde ich sagen. Ich denke, den werde ich auch schleifen, ja, weil ich ja in der Regel immer alles schleife, was ich irgendwie habe. Aber jetzt nicht einer von den allerschönsten. Das waren jetzt einmal die Steine, die wir alle an der Steinsäge bearbeitet haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Schritt über. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die 5 Bahias und die 5 Malawis aufzusägen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst ihr keins meiner Videos. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Euer German Rock Tumbler.